Ja, liebe Freunde, willkommen zu Alien Isolation. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, was könntest du als nächstes machen. Ich habe mir darüber die ganze Zeit wirklich den Kopf zerbrochen. Ich habe mir überlegt gehabt, ob du halt Alien Isolation spielst. Ein der drei Teile von Bioshock oder halt, ich muss kurz mal meine Uhr hier hinstellen, damit ich sehe, wenn ich aufgenommen habe. So. Und dann gab es noch einen Titel und zwar Beyond Good and Evil. Dieser Titel ist jetzt mittlerweile auch schon, jetzt haben wir 2016, 10, naja, 13, 14 Jahre alt. Und dieser Titel hat mich damals sehr stark begeistert von der Spielmechanik, von der Story her. Aber ich habe mir dann doch so gedacht, ach komm, spitze Alien Isolation. So. Ja, und da werden wir halt Beyond Good and Evil ein andermal spielen. So, Optionen. Den Ton werden wir mal auf 50 runter regeln. Untertitel bräuchten wir, denke ich, nicht, oder? Na komm, wir können Untertitel anmachen. Kann ja eigentlich nichts schief gehen. So, und die Filmsequenzlautstärke, die lassen wir mal so. Ich hoffe, Musiklautstärke 50% passt. Ansonsten müssen wir das vielleicht nochmal umstellen. So, Bildschirm, Filmkörnung. Können wir eigentlich auch so lassen. Hat man ja bei Tomb Raider auch an. So, Detailgrad Ultra und so weiter und so fort. Auch Ultra, ne, wir lassen das einfach mal alles so. So, Spiel. Zielunterstützung. Y-Controller, Empfindlichkeit. Das passt eigentlich alles. Ich muss bloß. Ah ja, okay. Na, wir werden das Ganze mit Controller spielen. Ich tue jetzt hier bloß nachschauen. Anwenden und speichern. Nein. So. Ich tue jetzt bloß so schnell schauen, ob hier alles passt. Aber wir haben eigentlich alles. Gut, Optionen hat man ja gerade. Dann starten wir das Spiel zu Alien Isolation. Spiel starten. Ja, leicht oder Anfänger. Immer noch eine Herausforderung, die sich aber meistern lässt. Das empfohlene Spielerlebnis herausfordernd und furchterregend. Für eine größere Überlangchance. Ja, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich nicht so der Schleichtyp, der da irgendwo rumschleicht und gleich auf dem ersten Schlag tot ist. Da mache ich meistens eher so leicht vielleicht. Aber wir werden es mal auf Mittel spielen. So, Kalibrierung. Bewegen Sie den Schieber, bis das Sixen-Logo gerade so vor dem schwarzen Hintergrund sichtbar ist. Gerade so oder so? Gerade sichtbar, nicht sichtbar. Ja, wir lassen's, oder? Komm, lass mal so. Das wird ja eh alles noch wieder umgeändert. So. Nehme ich schon mal den Controller an der Hand und halt die Schnauze, dann gleich wird eine Zwischensequenz hier erscheinen. Lady?
Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff, die Anisidora, hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Station. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Wir sind nackig. Ja, die Grafik ist ja schon mal atemberaubend. Und ich habe auch bei einigen anderen YouTubern mir mal das bisschen so angeguckt gehabt. Und was ich noch sagen muss, ich habe die Alien-Filme auch gesehen. Aber es könnte sein, dass ich mich nicht mehr an alles erinnern kann. Aber werden wir sehen. Ja. Die Station, wo wir hier jetzt gerade waren, ist ja dieses Handelsschiff. Und das bringt uns ja zum Flugschreiber, wo die Mutter angeblich ist. Oh Gott, daran muss ich mich erstmal gewöhnen jetzt hier. Erkunden Sie die Torrents. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Steuerung. Es könnte sein, dass ich vielleicht im Laufe des Let's Plays vielleicht dann doch mit
Tastatur spielen werde. Wisst ihr was? Ich zock das jetzt mit Tastatur. Ich denke nämlich mit Player dürfte das ein wenig schwierig werden. Ich hab den nämlich jetzt einfach mal... Ja, das geht schon besser. Auf den Boden hingelegt. Nicht, wenn der wieder losprobiert, wie es bei... Speicherpunkt. Wie es bei 4.3 teilweise der Fall war. Ja. So. Ach ja, wir könnten... Stimmt. Das habe ich auch gesehen. Wir könnten links, rechts. Hier können wir noch allerlei Zeug durchsuchen. Alles aufnehmen. Machen wir doch. Ich denke, das war das nämlich sehr viel davon brauchen werden. Ach, hier können wir uns anziehen. Okay. Benutzen, aus, an. Ja. Hier noch irgendwo was. Das ist eine Dusche oder irgendwas, ne? Ah. Ah, ist das kalt. Außer Betrieb das Klo? Naja, das ist manchmal nicht so gut auf so einer Station. So, na, dann ziehen wir uns mal an. Beim Replay steht auch da. Ziehen Sie sich an, Ziel abgeschlossen. Oh, da haben wir noch ein Terminal, auf das wir zugreifen können. LM-Link. Privat. Wie geht's runter? Bild nach oben, unten blättern. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Ach so, ist auswählen. Oh. Ah, das können wir scrollen. Na ja, gut. Hoch, falsche Taste. Q war zurück. So. Ja. Was will... Ach, hier können wir noch durchsuchen. Nehmen wir alles mit. Da oben ist auch noch eins. Hatten wir hier drüben auch noch welche? Nee, ne? Doch, da oben. Gut. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, wie gesagt, ich habe das Spiel bei einigen gesehen. Aber nicht zu Ende, muss ich sagen. Da ich mir das selbst vorbehalten wollte, es auch selber mal zu spielen. So wie es halt jetzt hier der Fall ist. Gut, wo geht's lang? Geradeaus nehme ich an. Dann gehen wir einfach mal lang. Ah, da ist Samuels. Ah, Ripley. Was? Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Na, dann schauen wir mal nach. Sprechen Sie mit Samuels. Ist abgeschlossen. Okay. Wo ist er denn? Hier hoch? Nee, geht gar nicht. Laufen wir mal hier einfach lang. Kleinen Rundgang. Oh, erschreckt mich nicht so. Kleinen Rundgang durchs Schiff. Ah ja. Das sieht schon mal gut aus. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut.
Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Die Alte geht mir jetzt schon irgendwie wie auf den Keks. Aber na gut. Jetzt sind wir dran. Was haben wir hier noch eines? Ach, genau, jetzt weiß ich noch, was ich wollte. Ich werde den ganzen Spaß hier nicht vorlesen. Da... Bitte unten. Geht nicht. Schade. Warte mal, ich will noch mal schauen. Ich muss das irgendwie doch benutzen können. Ah ja, jetzt. Ihr könnt euch das ja alles selber durchlesen. Ich werde das jetzt nicht tun, da es ja auch schon einige andere YouTuber getan haben. Geht's jetzt lang? Hier lang, ne? Sieht gut aus. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Reine Routine. Ja, natürlich. Rein und raus. Das kann man ja sowas von überhaupt nicht falsch verstehen, ne? Aber na gut. Warte mal, hier. Ah, Einsatzdokument. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten. Nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für... Wayland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, Colonie den Marschall auf der Sevastopol-Station. Haben Sie ernstes Problem? Hallo Marshall? Marshall? Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug an den Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Sieht ein bisschen aus wie ein richtiger Kinofilm. Taylor Ripley, Moment!
Das läuft ja schon mal gut. Wir haben ein ernstes Problem. Das hat man noch gehört. Und man geht unbedingt hoch. Eieiei. So, wenn ich mich richtig entsinne, ist das unten links unsere Gesundheitsanzeige, ne? Ja. Ah ja. Umziehen? Ah, funktioniert. So. Dann sind wir endlich da. An der Sevastopol. Oh, und da drüben haben wir einen Speicherpunkt. Können Sie manuell speichern? Da. Haben wir hier noch irgendwo was Spezielles? Nö, ne? Dann tun wir erstmal speichern. Das werden wir auch brauchen, denke ich mal. Ja, können wir uns umgucken. Das ist sehr nice. Das werden wir, denke ich mal, auch brauchen. So, schauen wir uns mal um hier ein wenig in der Sevastopol-Station. Ja, sehr schön. Warnung, Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Ah, so funktioniert das, okay. Haben wir eine Karte oder irgendwie was? Das Ducken. Nice. Warte mal, ich probiere einfach mal die Tasten hier durch. Ja, scheint nicht so. Ach. Verdammt. Meine Güte, da tust du einfach mal ein paar Meter laufen. Ah, hier kommen wir rein. Na, schauen wir mal. Ah, ein kleiner Gang. Wo führt uns der denn hin? Muss aufpassen, nicht, wenn hier mal was von oben kommt in den Schächten. Ich glaube, so wirklich sicher bist du hier drin auch nicht. In Alien Isolation geht es ja hauptsächlich um das Alien. Und in so einem Ding, glaube ich, ist es eher unwahrscheinlich, dass man da überleben kann. Aber ich denke mal, dass das eher auf den höheren Schwierigkeitsgraden der Fall ist. Jetzt hier auf den niedrigen wird das, denke ich, eher nicht zu sehen sein. Okay. Wie ging das zurück? Cool. Ja, genau. Ordner fehlerhaft. Erstmal dran gewöhnen an die Steuerung so. Ein bisschen unkonventionell. So, einmal hier. Ei. Sind wir schon tot? Nee, doch noch nicht. Ich habe gedacht, wir gehen jetzt schon den Bach runter hier. Verflucht nochmal. Ja, da hast du recht. Hier mal eine Leuchtfackel. Das wird helfen. Ja, zum Aktivieren, okay. Die werden wir auch hier brauchen, denke ich mal. Hier ist es gern öfter mal dunkel. Ein bisschen fröhlich hier durchgehen. Wir werden wahrscheinlich noch mehr als genügend schreckhafte Momente hier haben. Oh, da geht's hoch. Guck mal da irgendwie lang. Ich glaube nicht, ne? War, glaube ich, auch versperrt der Weg. Hier jetzt lang. Was war das? Ah, hier mal. Wieder eine Kiste, dann nehmen wir alles mit. Oh, hier auch ein Bindemittel. Okay, hier geht's nicht lang. Dann müssen wir ja wohl dort irgendwie rum. Aber ist schon cool, wie lange so eine... Ah, hier. Leuchtfackel hält. Oh. Oh, okay. Na gut, da hätten wir auch so... Ja, wäre auch gegangen.
einmal hochklettern. Können wir noch oben gucken? Ja, können wir. Aber ich denke mal, dass das eher unrelevant ist, da das Bild eh ziemlich verwackelt dabei ist. Und wirklich viel erkennen und können wir hier in Australien aus. Das ist manchmal am besten, wenn es doch ein wenig ruhiger hier ist. Hallo? Ist da wer? Nö, wohl kaum. Hier sieht ziemlich chaotisch aus. Hier ist nichts. Oh. Oh, ich höre einen Speicherpunkt. Ah. Daran kann ich mich erinnern. Karte aktualisieren. Wie rufen wir die auf? Weiß natürlich keiner. Warte mal, war das irgendwie nicht mit Tab-Taste? Ah, Tab-Taste wusste ich doch. Okay. Das haben wir... Ah, da ist... Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder. Aber erstmal speichern wir. So. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht, bei Alien Isolation. Und ja, liebe Freunde, dann sage ich noch, könnt mir ja mal Bescheid geben, wie es aussieht mit dem Sound, ne? Da ich ja die Einstellungen jetzt mehr oder weniger wieder improvisiert habe, ob alles so passt zu eurer Zufriedenheit, weil ich höre das ja über Kopfhörer und bei mir ist das so am optimalsten halt. Ihr werdet das ja alles über Boxen oder sonst was hören. Gut. Ja, dann sage ich, macht's gut, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.